Hallihallöchen und ein ganz recht herzliches Willkommen zum XXL Shoppen, zum Extreme Shoppen. Ich hab's euch versprochen, wir machen das, ich habe auch gesagt, wir machen das, wenn die neuen magischen Pferde drin sind. Und die neuen magischen Pferde sind drin, heute mit einer Stunde Verspätung, aber man kennt ja SSO, die halten sich nie an den Zeitplan. So, ich würde sagen, ich schnacke nicht lange und wir legen los, wir gehen shoppen. Wo geht man als erstes hin beim Shoppen? Richtig, zu den Haustieren. Nein, das war ein Witz. Wir gehen natürlich zu den Pferden, ist ganz klar. Also, warum sollte ich zum Haustier? Aber gehen wir auch noch. Wir machen komplett die Runde hier. Wir fangen mit den Pferden an. Und zwar... Ja, wir kommen auch gleich zu den neuen magischen Pferden, aber... Warte mal. Das überlegen. Die beiden habe ich. Das Grüne habe ich. Das Weiße habe ich. Genau. Genau, wir fangen jetzt bei den Pferden an, die ich nicht habe. Das orange Kürbispferd habe ich nicht, weil es mir nicht gefällt. Es ist von der Normalfarbe auch nur orange. Deswegen. Ich bin jetzt nicht so der Fjordfreund. Wir fangen bei dem wunderschönen. Bei das Grimm an. Ist in der normalen Version ein sehr schönes, helles Urpferd. Ich bin jetzt nicht so der Freund von Urpferden, aber bei bestimmten Feldtönen kann ich nicht Nein sagen. Und in der magischen Version ist halt so ein bisschen blau mit grün und, keine Ahnung, lila. Der Personalisierende kaufen das. Ich würde glatt mal, mal. Ein bisschen würfeln. Echo, Jelly. Akazia. Ace. Agate. Amethyst. Apokalypse. Wir nennen den Pferd schon Apokalypse. Aquarien. Aurora? Nee. Bay, Bär, Bibung. Keine Ahnung. Blue. Schlicht und ergreifend Blue. Einfach Blue. Und Blue ist ein Hengst und erwachsen. So. Und kaufen. Ja, natürlich möchte ich das Pferd kaufen. So. Wie gesagt, Blue ist ein erwachsener Hengst und... Ne? In den Stall schicken natürlich. So. Wir machen weiter mit Shoppen. Wir kaufen jetzt das Pferd. Song Sorrow. Ist in der normalen Version weiß mit ein bisschen Blüten. Und das ist meine Katze. Keine Ahnung, was die hat. Einfach nicht hindern. Ist weiß und hat, wie gesagt, ich sag mal sowas wie Blätter oder so. Hat die drinne und ein paar Blüten. Und in der normalen Version, also in der magischen Version hat sie auch Blüten, nur halt... Es sieht aus wie Wasser unten, deswegen würde ich irgendwas mit Wasser wählen. Einfach ignorieren, dass ich kratze. Haben das mit Wasser, ne? Haben sie nicht. Wave heißt ja Welle. Water? Doch, Water. Water. Nicht schon wieder Engel. Ich habe jedes zweite Pferd bei mir heißt Engel. Water. Water Beauty. Wasserschönheit. Wir nennen es mal Water Beauty. Weil man sieht ja, die hat Wasser unten, deswegen Water Beauty. Oder, warte mal. Oder Water. Water Blossom. Wasserblume, ja, das klingt schön. Genau. Also mit den Pferdenamen, da lasse ich mir eigentlich, wenn ich die Kamera aus ist, lasse ich mir Zeit. Aber hier im Video, da kann ich das nicht machen, da.
Da sitzt man beim ersten Pferd schon 3 Stunden, nur beim Namen aussuchen. So, jetzt geht's ans Eingemachte. Jetzt kommen die beiden neuen. Zuerst mal Sif, das Sif-Pferd. Das heißt Audra. Audra. Und Audra ist ein Haflinger. Seht ihr, dass das glitzert? Da? Wie schön ist das denn bitte? Das glitzert. Es ist bestimmt ein Nachthimmel, denke ich mal. Zu 90% ist das ein Nachthimmel. Also allein schon der normalen Fellfarbe wegen, würde ich sagen, nehme ich es. Und dann auch. Als ich den Trailer gesehen habe, ich wollte das Pferd einfach sofort haben. Das ist so schön. Ist, wer es nicht weiß, auf der Basis von einem Haflinger aufgebaut. Dann sieht es eigentlich auch an den Werten nur. Audra. Ob wir Audra, ist ein Jungpferd. Ob es das auch gibt? Oh. Oh, oh, oh. Warum gibt es bei dem Appaloosa, wer ist da hier, der Forscher, vor 2 Jahren reingekommen ist, der Forscher ist da reingekommen. Da gibt es ja auch den Namen, aber warum gibt es Audra nicht? Audra gibt's nicht. Star. Starschein. Sternhimmel. Und da müsste ja Star Heaven stehen, ne? Starschein. Naja, ist halt nicht das Starschein, aber. Ja, also. Star? Stern? Sternhimmel? Oder Sternschein? Keine. Ist völlig egal. Wir kaufen das Pferd, heißt es Starschein. Alle haben ihr Pferd Blue genannt. Also heute im Chat bei Fabi haben 3 Leute ihr Pferd Blue genannt. Ich glaube, das blaue Pferd ist heute am meisten über die Bühne gegangen. Und das grüne nicht ganz so. Das grüne ist ein Tennessee Walker. Ja, gut, es sieht schön aus, aber ich brauche kein Pferd mit einer Kugel in der Birne. Sieht aus wie so ein Dragon Ball von Dragon Ball Z. Dieses komische Ding, die Kugel. Aber in der Form finde ich ihn schön. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das sieht von den Beinen aus wie so eine Mischung aus Pferd und Zebra. Und gerade weil ich diese Fellfarbe und diese Mähne so schön finde und ausgefallen, und ihr wisst ja, ich mag ja ausgefallene Fellfarben, genau deswegen kaufen wir das. Und das ist ein Hengst. So ein Hengst. Und müssen noch einen vernünftigen Namen suchen. Tuxedo. Habe ich eigentlich schon Tuxedo? Nein, ne? Ob ich ihn Tuxedo nenne? Twilight, da denke ich immer an den Film. Der Kampf zwischen Vampir und Werwolf. Kennt ihr das noch? Twilight? Tuxedo. Warum ist hier mal kratzen, wenn ich aufnehme? Oh. Tuxedo, Tuxedo. Nee. Muss ja hier schnell gehen, ne? Zap, genau. Ich nenne das Pferd einfach Zap. Haben die keinen Einzelbuchstaben? Zap, zap. Zap, zap. Ja, genau. Zap, zap heißt das Pferd. Oder einfach nur Zap. Da gibt's gar nicht genau. Wir nennen das Pferd einfach nur Zap. Mensch. So. Zap.
Du bist ein Pferd jetzt. Tut mir leid. Ja, sorry. Ja, wir nennen das halt einfach schlicht ergreifend Zap. Ich muss mich dabei mit dem Video, ne? Nicht, dass ich nächstes noch ein Video machen will. Es geht nur darum, dass keiner eine Stunde Video angucken will. In den Stall schicken. Leute, ich glaube, das wird am Ende des Jahres eine riesen Stalltour, die ich da mache. Ich plane sowieso nochmal eine Stalltour. So, wir haben den Pferden angefangen. Jetzt geht's weiter. Wir bleiben bei den Haus, bei den Tieren. Mein Pferd kriegt seine Momente. Ja, genau. Sagte sie und tritt bei den Tieren vorbei. Okay. Bin aber typisch nicht. So. Die Haustiere. Oh, 350. Okay, wobei, normalerweise kostet ja so ein Haustier 399, oder? Ich liebe diesen Kürbis einfach. Ich hole mir noch den. Ja, den kaufe ich mir noch. Auf jeden Fall noch diese Spinne. Die Katze passen zum Pferd. Das ist eine Mainz-Rabe. Den Rahmen von Laverna könnte ich jetzt mitnehmen. Ach nee, das wäre sieht doch zum Auswahl, als hätte er sich übergeben selber. So. Ich finde ihn süß. Ich weiß jetzt nicht. Ich hole noch den Fuchs. Kann die was? 199? Die ist einfach bloß eine schwarze Katze, oder wie? Ja, gut. Verzauberte schwarze Katze habe ich. Ich habe schon zweimal diese schwarze Katze aus dem Kessel. Ich weiß nicht, was ich mache. Ey, Leute, wenn es die Möglichkeit geben würde, irgendwas zu euch zu schicken, euch zu schenken, ich würde euch die eine von den Katzen schicken. Ich würde euch so ein Dressurding schicken. Ich habe so viel Grimmskrams rausgekriegt. Okay. Habe ich noch Starcoins? 25.000. Ach, gut. Kommt irgendwie so wieder doppelte Starcoins-Woche. Ich sag mal, man spart, um sich etwas leisten zu können, ne? So. Wir machen weiter. Von den Haustieren gehen wir zum, zum Shop. Was habe ich denn? Ja, Bing. Ich werde mal versuchen, haben meine ganzen Klamotten und Haustiere. Ja, so zu sortieren. Oh, die Maus hängt. Also das Spiel ruckelt wirklich unaufhörlich. Also richtig schlimm. Das meinte ich auch zweimal die Katze. Man kann sie aber auch nicht löschen oder so. Ne? Ich habe jetzt das Pech gehabt. Die Katze zweimal. Ich glaube, der Fabi wollte welche haben. Der hat gar keine Katze gekriegt. Und ich habe irgendwelche Kräuter in den Topf geschmissen. Ich habe keine Ahnung. Ich habe irgendwas reingeschmissen. Fragt mich nicht, was. Und dann kam die Katze. Nein, die Maske kaufe ich nicht. Was hat die hier? Kerze? Nee. Ach nee, das ist ja. Warte mal. Ein Zylinder bestimmt nicht. Gut, die Schuhe, die haben. Die haben gar keine Werte, doch. Ja, gut. Ist nicht so meins. Also, Werte haben das, hat das nicht. Das fällt schon mal ab. Weg. Ja. Ich hätte gesagt, wir gehen shoppen. Ich habe auch nicht gesagt, dass ich. Also, ich bin ein bisschen pingelig, was es angeht. Ist das. Das der erste Blumenkranz ever in diesem Spiel, der Werte hat. Es gibt keinen Kranz, der Werte hat. Ich habe immer gedacht, ja, vielleicht gibt es mal einen Kranz, der Werte hat. Wäre nicht mal schlecht. Und beim Stream heute Vormittag, da habe ich gedacht, oh wow, das ist jetzt nicht wahr, der hat tatsächlich Werte. Und ja gut, wenn man jetzt mit, wie Jesus, mit so einem Stachelkranz auf dem Kopf rumrennen will, kann man das machen. Sind das Muscheln oder Pilze, ne? Ich finde es so schön. Ich weiß, es gibt das jetzt nur während des Halloween-Events. Ich wüsste aber auch nicht, weswegen ich mit so einem Kranz auf der Rüberin rumrennen muss. Da gibt es bestimmt andere T-Shirts, die auch was haben. Ja, wieso ist denn das, hä? Ist ja egal, wir nehmen das Schaumzeug. Wir nehmen auch die
Satteldecke Gegner kann nur von Rassen getragen werden, die du besitzt. Achso, dieser Gegenstand kann von den folgenden Rassen, die du besitzt, nicht getragen werden. Arabisches Vollblut. Ich habe kein arabisches Vollblut. Ach, mein Generation 1 Araber. Ja, jetzt weiß ich, das ist ein arabisches Vollblut. Naja, dann nehmen wir es trotzdem. Genau, Satteldecke habe ich. Ja, ja. Ich will mir gleich wieder sagen, das kannst du nicht tragen. Ein bisschen Moos um die Hüften. Hab ich natürlich schon geholt, ne? Ist ja das, was ich vorhin hatte. Auf jeden Fall, weil ich finde das so toll. Das Oberteil ist nicht so. Also, das auf jeden Fall. Nee, die Schuhe nicht. Ist das eine... Ist das lila oder was? Vogelfreunde und Rammschwarz. Das nehme ich noch mit. Hat es überhaupt Werte? Ich packe irgendwas ein, hat keinen Wert, doch. Soundset kann man nicht genug haben, ne? Man kennt's. Ah nee, das ist nicht so mein Fall hier mit dem. Nee. Hundertzehn Starcoins. Ich weiß nicht, ob ich so rumrenne. Oh, jetzt kommt was Gutes. Katze, das war... Oh, nee. Eine Katze, ne? Kommt hier angerannt und nimmt mich fast mit. Es sieht ja schön aus. Ich frage mich immer, wenn ich was kaufe, ob ich es überhaupt nicht brauche. Ja, komm. Nur einen Hut nehme ich nicht mit, ne? Das steht schon mal fest. So. Ich wollte eigentlich ein bisschen was mit Schilling bezahlen, aber ich glaube, das geht hier nicht. So, jetzt gehen wir... Oh je, noch 24.000 nur noch. Oh, das sind weh. Jetzt gehen wir zum Wednesday-Outfit rüber. Da habe ich eigentlich gedacht, dass ich alles nehme. Momentan muss ich sagen, nop. Aber ich nehm die Strümpfe, die sind schön. So, wie viele Marken habe ich noch? 45. Oh, das wird knapp. Die Ohrringe sind nicht so. Ich habe meist langes Haar. Also ich nicht, aber meine Spielfigur. Aber komm, das hier nehme ich mit. Nee, ich wollte Stiefel haben. Ich habe welche mit Silber. Ja gut, das ist jetzt nicht so mein Fall. Ne? Ja, das ist so ein bisschen ich. Ich habe noch die Brille auf jeden Fall. Ich wollte die Dings haben. Die Jacke. Aber ich krieg ja noch ein paar von diesen Dingern da. Ja gut, das muss ich jetzt nicht haben, dieses Zirkus-Outfit. Ich mag Zirkus sowieso nicht. Aber warte mal, für die Jacke brauche ich 14, ne? Genau. 14 für die Jacke und... Genau, 14 von diesen Frühlingsmarken. Aber die hat das Wednesday-Outfit, was hat die hier? Ach so. Dann gehen wir über in den Bereich hier. Die Maske auf jeden Fall. Ich mag nicht bauchfrei. Aber was soll's. Und die Werte? Ja. Ja, vielleicht noch ein weißes.
Mein Rucksack ist voll, das ist doch jetzt nicht dein Ernst. Wir shoppen, ist der Rucksack voll. Was ist denn jetzt hier drinne? $800 beim Verkaufswert. Wieso habe ich das überhaupt drin? Habe ich das gerade gekauft? Echt? Hühnerfutter, Schlüssel, Na gut, dann füttern wir eine Main noch mal ganz kurz und dann ist die Möhre auch weg. So. Wir füttern... Hier hast du Möhre, ich brauche unbedingt Platz. Wasser kriegst du auch noch? Sollst du es ja nicht leiden. Ja, die Hufpflege machen wir nachher. Mutti muss shoppen gehen. Mutti braucht Platz. So. Jetzt würde ich sagen, gehen wir erstmal zum Schrank. Packen den anderen Käse weg. Und dann gibt es im Anschluss noch ein Video, in dem ich meinen ganzen Schrank zeige. Das wurde sich nämlich gewünscht und deswegen. Ich gehe euch euren Wünschen gerne nach, das wisst ihr. Gucken, was ich jetzt habe. Das meine ich. Guck mal, ich habe das dreimal hier. Ne? Dreimal habe ich diese blöde Dressur-Dingens. Ich mache kein Dressur. Ich habe sowas noch nie gemacht. Ich also bin einfach viel zu dumm dafür. Dann habe ich hier fünfmal irgendwelche Stiefel. Einfach pro Stiefel. Ja, das meinte ich. Hier, ich habe die dreimal, ne? Nervend. Warte mal. Ist es Stiefel, Stiefel, Schuhe? So, Handschuhe. Entschuldigung. Oh, ich krieg mal Schluck auf der letzter Zeit. Hose. Dann haben wir noch Maske. Und Brille. Ja, morgen ist Weihnachten, Katze. So. Brillen alle schön sortiert. Wieso ist das Sturmband schon wieder da vorne? Ach nee. So, das da lang, das vom Druidenrennen, das kommt da lang. Hier das da. Rutschen wir mal eins zurück. Dann kann ich das so machen. Dann kommt die normale Brille, dann die beschlagene, dann die pinkfarbene. Nein. So. Genau, dann das da, dann das da, dann das da. Oh, geht doch. Muss man schlau machen. So, dann können wir bei den Unterteilen, Hosen, sonst was. Ich müsste wirklich mal Hosen und Röcke sortieren. Kurze Hose. Ich hab doch irgendwo eine kurze Hose. Habe ich nicht weggelegt? Und habe ich die gar nicht gekauft? Die habe ich doch gekauft. Wo ist denn die? Aha, wie es wo die ist. Wird schon wieder auftauchen. So. Ich versuche gerade meine Katze zu ignorieren. Das ist nicht ganz so leicht. So. Dann rüber zu den Sätteln. Einfach ignorieren alles. Einfach ignorieren. Ich weiß nicht, ob ihr es hört, dass meine Katze im Hintergrund gerade Krach macht. Also das ist nicht so, dass die gerade gequält wird oder so. Ne? Die sitzt irgendwo gerade im Raum und miaut. Und wenn ich dann hingehe, guckt sie mich an wie Frettchen, ne? Wenn es donnert. Das ist einfach so eine Masche von ihr, die will Aufmerksamkeit. Und die kriegt sie nicht von mir. Jede andere Katzen halt, oh, meine Katze, die miaut. Ich muss sofort hinlaufen. Meine Katze miaut. Ne? Die springen auf, die Katzenhalter rennen hin und du wirst hier hochgenommen und dafür belohnt, dass es noch miaut. Fehler Nummer 1. Wenn eure Katze miaut, niemals auf den Arm nehmen und streicheln. Ihr belohnt sie dafür nur noch. Die will nur, dass ihr hinkommt. Eine Katze, man sagt ja, ein Hund hat Besitzer und eine Katze hat Diener, ne? Deswegen... Ich darf bei Tieren nie nachgeben. Ich bleib da eiskalt bei meiner Katze. Da ist, wenn die zu mir kommen will, die Aufmerksamkeit haben will, dann soll sie zu mir kommen. Aber ich werde nicht zu ihr kommen.
einfach so eine Sache von Erziehung. So. Jetzt kann er weitermachen. Wir haben noch eine Station zum Shoppen. Das war, glaube ich, die... Oh, hier waren wir. Das ist ein Gessel gefallen, ja? Ja. Da waren wir schon. Da waren wir auch schon, ne? Waren wir schon fertig, ne? Ne, hier waren wir noch nicht. Okay. Hat sich erledigt. Tschüss. Wieder den Fridolin. ich weiß. Ich dachte, das ist nur so ein T-Shirt oder so. Aber ey, das wird ja voll krass passen, ne? Nee, ich trage keine so eine Dinger. Ich versuche sie ganz stark zu ignorieren. Ich versuche es ganz stark. Naja, gestreifte Hose nicht. Ach, ich weiß nicht. Und überall, egal welchen Event, immer irgendwelche Westernstiefel. Das hasse ich wie die Pest. Die hauen bei, ich meine, beim Western-Event, Western-Zeug ist in Ordnung. Aber beim Halloween-Event, Western-Zeug, was soll das? Das verstehe ich nicht. Hier die grünen Biolatschen, ne? Für die Vegetarier und Veganer unter euch gibt es halt so Grünes, ne? Ihr dürft auf keinen Fall schwarz kaufen, ne? Weil ihr seid ja Veganer und Vegetarier, müsst ihr grün kaufen. Das war ein Scherz, Leute. Was ist das, Mantel? Ja, mit toten Fledermäusen drauf. Ja, sieht aus wie ein Kürbis, ne? Nee, aber mal ehrlich, das ist... Das gefällt mir irgendwie. Ich habe das mir auf meinem Hauptaccount. Aber, immer wenn ich kein Video mache, ist die Muxmäuse still und schläft, ne? Da hörst du die gar nicht. Da muss ich schon Angst haben, dass die irgendwie rausgesprungen ist oder so. Mache ich kein Video, ist die Muxmäuse still. Mache ich ein Video, miau die ganze Zeit. Das ist richtig zum... Als wenn die merken würde, ich mache ein Video. Das ist richtig zum Kotzen. Entschuldigung das Wort, aber manchmal bin ich manchmal schon ein bisschen genervt von meinen Katzen. So, goldenes Set. Ich staune, dass das auf den Kopf von dem Mähen passt, ne? Das hier. Ist das coole Set? Gruselige Halloween-Sattel. Naja. Nicht ganz so gruselig. Halb Bauchshirt. Nee. Weiß nicht, ob mein Pferd mit einem Kürbisanstecker durch die Gegend rennen soll. Ja. Ich würde sagen, was ist denn oben schon wieder? Ja, ich habe doch schon ein Pferd. Ich würde sagen... Ich gucke mal hier vorne. Ach nee, da muss ich ja. Hier kriege ich. Wie viel Seelenblätter habe ich denn? Drei. Ach so, stimmt. Ich habe gestern irgendwas in den Kessel geworfen und hat der Kessel von mir fünf Seelensplitter verlangt, ne? Ja, ich würde auch nicht lange in die Länge ziehen. Ich habe gesagt, wir machen extrem Shopping, aber es war auch Shoppen. Wir haben Pferde gekauft, wir haben Haustiere gekauft, wir haben Klamotten gekauft. Es ist nicht so, dass ich nichts gekauft habe. Ich habe noch Geld übrig, ein bisschen habe ich noch. Aber die doppelte Starcraft-Woche kommt wieder und dann... Mal gucken. Hier habe ich nämlich noch nichts gekauft. Ich glaube auch nicht, dass ich das kaufe. Von den Werten her eher schlecht. Ich weiß nicht, ob ich es mitnehmen soll. Gibt es dazu keine Hose? Ja gut, wie eine Mumie muss ich jetzt nicht rumrennen, ne? Aber hier gibt es keine Hose, ne? Schuhe, Hut. Oder habe ich schon gekauft? Das Ägypten-Set hier. Achso, hier gibt es einmal einen kleinen, einmal einen groß. Okay. Naja. Da wollen die 5500 Schillinge für so einen Halfter, was Agilität und Geschwindigkeit nur 1 hat. Oder 55 Starcoins. Das ist doch. Die ziehen den Leuten das Geld aus der Tasche. Ich würde mal so einen Käfer mitnehmen wollen. Na gut, die Feder nicht, aber der Käfer. So.
ich würde mich jetzt von euch verabschieden. Ich hoffe, euch hat das Shopping, ja, Shopping, wie soll ich sagen, Shopping-Video gefallen. Ich habe gesagt, ich mache eins. Ich habe gesagt, wir kaufen was. Und ich habe im Vorfeld schon gesagt, dass ich sehr wählerisch bin mit dem, was ich kaufe. Ich habe jetzt keine Marken so viele, weil, wie gesagt, ich war in letzter Zeit nicht so oft online, weil ich kaum noch Lust habe, Star Stable zu spielen. Ja, und nach dem Halloween-Event geht's ans Eingemachte. Da muss ich Pferde leveln und erst wenn ich das letzte Pferd gelevelt habe, werde ich die nächsten Pferde kaufen. Theoretisch hätte ich die beiden Pferde schon, die ich kaufen wollte, aber wie gesagt, da kam das Halloween-Event dazwischen und ja. Ich war auch in letzter Zeit nicht so oft online, weil ich ja Red Dead Redemption 2 gespielt habe. Und das extrem viel Spaß macht, dieses Western-Spiel. Ich verabschiede mich von euch. Nemain und ich sagen auf Wiedersehen. Ich hoffe, euch hat das Shopping-Video gefallen. Und ja, ich würde jetzt auf den Knopf drücken. Wünsche euch noch viel Spaß beim Halloween-Event. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Und dann gibt es eine Schranktour und ich zeige euch meinen Schrank. Bis dahin, ciao, ciao.